Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir waren ja letzte Folge noch mal kurz in die Frossel abgestiegen. Da waren wir nämlich noch gar nicht drin. Da waren ein paar Rieglinge, die haben sich so einen komischen Karren mit Rentier gebaut. Irgend so ein, Nikolaus, nicht Nikolaus, Weihnachtsmannverschnitt. Und haben das Ding angebetet. War eine ganz weirde Truppe. Aber die hatten einen ostkaiserlichen Handelsgesellschaftsanhänger und das fand ich gar nicht schlecht. So, jetzt gucken wir uns noch ein bisschen die Hawker-Insel an. Hier müsste ja eigentlich noch ein Big Boss sein. Wie es auch bei den... Dingens war. Bei den Rieklingen. Da ist er doch. Und da würde ich doch jetzt mal eben schauen, ob man dem nicht was machen kann. So, nicht unerbitterliche Macht. Willen beugen. Offenbar. So, erstmal. Weil er hat eine ganze Menge Tote. Also, Fürst Tusk. Kann ich mit ihm sprechen. Aber ich kann ihn besänftigen um Nordschwert der Verwünschung. Um in seine Truhe zu kommen. Halskette der Immunität gegen Krankheit. Ah ja. Fürst Tusk geht jetzt und bekämpft sein eigenes Volk. Sieht man auch nicht alle Tage, ne? Holt Popcorn raus, das dauert ein bisschen. Nein, ich helfe mal kurz fürs Tusk, beziehungsweise... den, ja. Vermöbeln mal eben die Hawker. So. Dein Volk ist nicht mehr. Nun bist nur noch du da. Und das hat jetzt auch ein Ende. So, hat er irgendwas Besonderes? Ihr Totenschädel. Interessant. Und sonst nix. Ja, damit müssten wir die Dingensinsel auch erledigt haben. Die Hawker-Insel. Ja. Ich würde jetzt sagen, das wäre eine krasse Errungenschaft, aber das war jetzt nicht so schwer. Ne? Das war jetzt wirklich nicht schwer. So. Ich fände es jetzt lustig gefunden, wenn... Ist noch eine Truhe? Hätte man den Verrückten aus Morrend noch hier finden können. Aber den scheint es nicht mehr zu geben. Der hat nur in der Rieglinghöhle, also in der Frossel, bei den Rieklingen eine kleine Erwähnung gefunden. Gut, jetzt haben wir die Kiste auch noch. Nehmen wir das noch mit. Und dann schauen wir mal. Also, wir haben damit die... Abgeschlossen, abgeschlossen. Auch. Das auch. Skaldorf kann man nicht abschließen. Die Zuflucht. Die hat mit dem Meta dazu tun. Angrumens. War ich hier noch nicht drin? Lass mal hingehen. Stimmt! Ich bin ein Vollidiot. Wir haben ja noch das mit den Resonanzedelsteinen. Mensch. Das müsste hier sein, oder? Da war eine Spule, die hat geklackert. Lass mal kurz schauen, wie viele Edelsteine wir haben. 3. Mit etwas Glück finden wir einen hier drin. Gehen wir einfach erstmal rein. So. Funktioniert der Aufzug? Sieht gut aus. Mensch. Dass ich das vergessen konnte. Also. Direkt düstere Musik. Moin. Da wird sich hinlegen. Ich glaube, hier ist nichts, was ich rauche. Nee, das sieht nicht so aus. Und hier? Auch nicht. Hier? Auch nicht. Genau, pflanz dich mal auf den Boden hier. Auf den Tisch. So. Dann gehen wir einfach mal rein. Und schauen, was wir hier finden. Okay. Gehen die jetzt in die Falle rein oder nicht?
Ich glaube nicht. Moin. Ja, moin. Jetzt hat sich auf einmal die Stimme verändert von dem Marodeur. So. Ah ja. 9 Edelsteine braucht man? Meine Güte, ist das dunkel. Hey, bleib stehen. Dankeschön. So, hat einer von euch einen Edelstein? Er nicht. Du auch nicht? Dann vielleicht der ganz Dicke da vorne. Der 2. Rahlet Eldris Notizen. Ah ja. Dann lesen wir doch mal die Notizen. Bücher. So. Kurz. Rahlet Eldris Notizen. Ich komme dem Geheimnis dieser Ruinen allmählich auf die Spur. In alten Texten der Dwemer habe ich Hinweise darauf gefunden, dass Kagromes ein Ort der Prüfungen war. Eine Art Übungsplatz. Dies ist eine neue Erkenntnis. Vielleicht ist das die Erklärung dafür, warum sich das Tor nicht einen Deut bewegt. Die notwendige Prüfung wurde nicht abgelegt. Es könnte sogar sein, dass dieses Tor seit den Tagen der Dwemer nicht geöffnet worden ist. Welche Schätze mögen wohl hinter diesen Türen auf ihre Entdeckung warten? Der Schlüssel zum Tor scheint in dem Muster darauf zu liegen. Es ähnelt dem Ding in der Mitte der Kammer. Aber was hat das zu bedeuten? Es gibt 9 Löcher, die anscheinend gefüllt werden müssen. Aber womit? Wenn ich doch nur die Mittel hätte, weitere Expeditionen zu den anderen Dwemer-Ruinen von Solstheim zu bezahlen. Dort finden sich mit Sicherheit die notwendigen Hinweise, um das verschlossene Tor zu öffnen. Doch selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, zu den Prüfungen anzutreten, so besitze ich sicherlich nicht die Fähigkeit, um sie auch abzuschließen. Ich kann nicht noch länger auf Geld warten. Ich werde jene anwerben, denen allein die Aussicht auf einen Schatz ausreicht. Es gibt sicherlich genug andere, die wegen dieses Fundes genauso aufgeregt sind wie ich. Rahlet Eldri. So, das Ding in der Mitte, sagte er. Also. Ich habe keine mehr. Ich habe 5. Und was muss ich jetzt machen? Brauche ich jetzt noch weitere 4? Ah, guck mal. Der und der müssen rein. Dann geht das auf. Interessant. Warte mal. Das heißt... Hey. Ah ja. Ich glaube, ich habe das Richtige gemacht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das? Hey, das ist unfair, dass die Balliste da oben ist. Wie soll ich denn da hochkommen? Ah, guck mal, die Balliste ist runter. Sehr gut. Shit, Rüstung. Bleib doch mal stehen jetzt. Dankeschön. So, jetzt brauche ich nur noch die eine Runde. Ah, guck mal. Perfekt. So. Die Balliste noch. Haha, daneben. Und auch erledigt. So, jetzt haben wir noch die eine Balliste da oben. Komm runter. Komm jetzt runter da, verdammt nochmal. Kann ich die wohl runterschreien? Sehr gut.
Jetzt können wir weiter. So, das war die letzte. Prüfung abgeschlossen. Das Ding geht hoch. Es wird wieder dunkel. Die Tür ist auf. Kriege ich meine Steine wieder? Nein, kriege ich nicht. Okay, schade. Das bedeutet, wir müssen hier weiter. Gut, erste Prüfung abgeschlossen. Note weiß ich nicht. Haben sie mir nicht gesagt, aber die Tür ist auf. Das heißt, es muss mindestens ausreichend sein. Denn ausreichend ist bestanden. Binde auf Salz, auf ganz Salzsam, um abzuschließen. Ah ja, ich habe aber auch wieder drei von den Steinen. Gibt es hier auch so eine... Junge, 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 Junge. Und Öl. Ich glaube, ich habe da noch Balken mit eingesammelt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher gerade. Gucken wir gleich nach. Vom Gewicht her würde ich sagen, ja. Aber ich habe auch eine ganze Menge Drachenknochen. Oder auch nicht. Es sind ja nur einer. Ups. Wo kommt das ganze Gewicht her? Aber ich habe da noch 5 Edelsteine. Also kriegt man die doch komplett zurück. Interessant. So. Ich habe sicher gerade irgend so einen Wemer-Balken eingesammelt. Siehst du? Wusste ich's doch. So. Haben die hier keine Schaltfläche? Keine Schaltfläche? Oh, eine Schaltfläche. Muss ich die wieder unten hinlegen? Okay, das bedeutet Mitte oben, Mitte unten und rechts unten. Mitte oben, Mitte unten und rechts unten. Schau mal hin. Also. Mitte oben, das und das. Nächste Prüfung. Ah ja, Feuer. Interessant. Naja, bisher war es jetzt noch nicht so spannend. Klopfen wir die einfach mal alle weg hier. Was ist denn jetzt der... Ach da. Gehärtete Sphäre. Oh, die macht Schaden. Naja, das war fast knapp. So, da vorne noch die Gegner machen. Wahrscheinlich die gleiche Menge. Da ist die Sphäre. Mit der fange ich, denke ich, an. So, Seelenreißer, Blutschwinge. War das schon alles? Ah ja. Das ist ja cool. Also, dass man so gesehen sich weiter vorkämpfen muss zur nächsten Tür. Man braucht die nächsten Kombinationen und dann kann man weiter. Dann und so weiter und so fort halt, ne? So. Mal weiter hier. Also, erste Prüfung war, zweite Prüfung auch bestanden. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Was ist im nächsten Raum? Da werden wir dann wahrscheinlich 4 Steine brauchen, ne? Moment, ich will hier nichts verpassen. Einmal so rüber und dann das. 4 Steine, ja. Da sehen wir schon die auf uns wartende Sphäre. Nicht, dass man die braucht und ich mache die jetzt kaputt, obwohl man die noch brauchen wird. Das wäre schlecht. So, Elixier der Tarnung. Brauchen wir nicht. Belkünstein, warum nicht? Die 2 kann man mitnehmen. So, also, schräg runter und links unten. Dann gehen wir mal los und machen die nächste Prüfung. Ich hoffe, meine 5 Steine reichen und wir müssen nicht mittendrin weg. Aber das wird sich zeigen. So, Prüfung Nummer 3. Wir kommen.
Also, links unten der, der, der. Nächste Prüfung. Gut. Und jetzt? Platte ist runter. Ah ja. Gehärtet es wäre. Schießen die mit Blitz? Interessant. Hä? Wo? Oder war das irgend so eine Falle? War das eine Falle? Oh. Ach so. Okay. Nun gut, dann sammeln wir mal die nächsten Beuteteile hier ein. Was hier wohl rauskommt? Weil man muss ja unheimlich viel machen. So, Nummer 3 ist fertig. Jetzt laufen wir zu Nummer 4. Da werden wir 5 Steine für brauchen. Die haben wir auch noch. Wenn es noch eine Prüfung danach gibt, dann wird es knapp, dann brauchen wir mehr Edelsteine. Aber vielleicht weiß Nelot ja dann sonst Bescheid. So. Eine Ebene höher, okay. Finde auf... Ach so. Fertig? Das kann doch nicht sein. Warte mal. Tutorialmeister ist schon tot, okay. Interessant. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Diagramm eines Dwemer-Pfeils. Ah ja. Und Goldbarren. Zwergenbogen des Schicksals. Schwarzer Zwergenbogen des Schicksals? Bitte was? 50%ige Chance für jedes Attribut, 25 Punkte Ausdauer, Gesundheit und oder Magicka zu absorbieren. Er ist krank. So. Hier sind noch ein paar andere Sachen drin. Die nehmen wir zum Teil mit. Und ansonsten... Da vorne ist noch dieses Podest. Da wird es sicher auch noch was Spannendes geben. Hoffe ich zumindest. Wir sehen es jetzt gleich. 2 Stühle, aha. Moment. 3 Stühle. Steinstuhl, setzen wir uns mal hin. So. Naja. Interessant. Dann sind wir aber auch mit dem fertig. Ja. Okay. In Ordnung. Dann war das nächste fertig. Guck mal, man braucht sogar nur 4. Und wir hatten 5. Haben wir sogar 1 zu 4 gesammelt. Gut. Was natürlich heftig wäre, wenn du insgesamt 9 hättest gebraucht. Denn die 5 zu finden, weil 2 hatten ja die Banditen gerade. Die 5 zu finden war ja schon schwer. Wo willst du hin? Er ist nur am Schleim, weil der Essen haben will. Obwohl der vorhin Chance auf Leckerlis hatte. Er wollte sie aber nicht. Gut. Dann schauen wir nochmal auf die Karte. Haben wir. Ortmunds. Da waren wir. Da könnten wir nochmal hin. Wenn wir wollen. Stahlrimmvorkommen haben wir nicht abgeschlossen. Fürstenrückenhöhle. Fürstenrückenhöhle? Ja, nee, danke. Ich will nur hier rein, einmal kurz. Was haben wir denn in der Fürstenrückenhöhle? Ja. So. Jetzt aber auch mal gut hin, ne? Dankeschön. So, noch mehr.
Bleib stehen. Dankeschön. Ja? Wollte ich doch nicht, weil du mich einmal in den Rücken gepiekst hast, Mensch. Das haben schon eine Menge gemacht. So, da sind noch mehr. Aber hier ist, glaube ich, nichts Spannendes. Ich laufe jetzt einfach mal hier durch. Ein paar Rieklinge, nochmal Rieklinge, auch nochmal Rieklinge. Hier ist ja übel, das Dorf. Hier sind schon echt viele Rieklinge. Ja, ja. Wir wollen ja auch nicht alle einfach nur abschlachten. Wir sind eigentlich nur hier, um uns ein bisschen umzugucken. Das gibt auf jeden Fall später eine schlechte Google-Bewertung. Ganz schön unfreundliche Einheimische hier. Burstenrückenhöhle. Nicht zu empfehlen. Man kriegt ständig einen Zahnstocher in den Rücken gepiekst. So. Danke. Immer weiter. Na, vorsichtig. Damit bitte nicht spielen. Nein, damit bitte nicht spielen. Das ist eine Pinzette. Dankeschön. Okay, weiter. Hat einer die Rieklinge gezählt, die wir jetzt alle einfach mal ignoriert haben? Ich würde sagen, wir sind schon bei über 20. Ja, ja, Kalafo, du auch. So. Noch mehr Rieklinge? Aha. Und hier ist ein so ein Häuptling. Und der Riesenaufbau. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Ist hier viel los, ey. Aha. So sah die von außen nicht aus, die Höhle. Die sah eher so nach einer Zwei-Gang-Höhle aus. So, hier haben wir jetzt schon die große Belohnung. Ja. Nehmen wir auch. Nein, nein, nein. So, was haben wir hier? Gucken wir lieber an die Reglinghütte. Okay, ich glaube, das war's. Jetzt müssten wir wieder beim Eingang landen. Oder auch nicht. Wir haben auf jeden Fall die ganzen Rieklinge abgeschüttelt. Das ist schon mal gut. Hier ist jetzt der Eingang. Hier einmal so rum und dann war es das. Ja, guck mal. Das wird zwar jetzt nicht als abgeschlossen zählen, denke ich, aber muss es ja auch nicht. Wir haben hier ja auch im Endeffekt nur ein bisschen geguckt. So. Euch muss ich aber mal eben wegmachen, damit ich hier wegreisen kann. Das sah brutal aus. Ich sag, wie es ist. Gut, also. Bürstenrückenhöhle, ja, ja, ist darum vorkommen. Ja, das, das, das. Ostmondschlucht. Da gehen wir nochmal hin. Rieklinge mögen klein sein. Das ist richtig. Und den Rest habe ich nicht gelesen. Und ach, das war das mit den Werwölfen. Verlassene Hütte. Maroder Handelsaußenposten. Ja, ich denke, wir sind durch, ne? Noch der alte Attius-Hof. Das Wrack. Da sind wir hier durch. Also man könnte jetzt halt noch das mit den maroden Handelsaußenposten machen. Ich würde einfach mal sagen, ich spoiler mich einfach, indem ich mal nachlese oder mir ein Video angucke dazu und dann entscheide ich, ob ich es machen will. Weil das ist ja schon ein bisschen mehr Preparation für. Und ich weiß ja auch gar nicht, was für einen Bogen man dann da reinpacken kann und. Ich bringe jetzt erstmal die Anhänger hier zu ihm. Tja, womit kann ich die? Solange ihr sie mir bringt, kaufe ich sie euch alle ab. Ja, ne? Weil er gibt mir jetzt 2000 und hätte ich jetzt, sagen wir mal, 10.000 von den Anhängern, dann hätte er mir 100.000 oder wie viel gibt der dann? Nein, warte mal. Der hat 500 pro Anhänger. Wenn du 10.000 Anhänger hast. 50.000. Früher oder später müsst ihr eine Entscheidung haben. 500.000, 5 Millionen?
War das hin? 5000 Anhänger mal 500? Nee, warte, ich glaube, ich bin voll falsch. Ist ja auch egal. Ich kann gerade nicht rechnen. Wenn ihr Vorräte braucht, wisst ihr, nein, brauche ich nicht. Wir müssen jetzt zurück nach Himmelsrand. So, in Himmelsrand würde ich sagen, ist das nächste auf der To-Do-Liste das DLC. Dawnguard. Wir können natürlich jetzt noch sowas wie die Akademie weitermachen oder. Aber ich denke, mit eins der wichtigsten Sachen ist das nächste DLC. Und da müssen wir dann hierfür hin. Bevor wir da hingehen, könnte man erstmal ein bisschen gucken in den Questlog, was man da so noch drin hat. Also, wir haben... Oh, Herzsteine, habe ich vergessen. Dann bringen wir noch eben die Herzsteine weg. Gehen wir nochmal eben nach Nelodge. Nochmal einen letzten... Machen wir uns nächste Folge im Plan. Nächste Folge. Gehen wir jetzt mal erstmal nach Nelodge, weil den können wir ja auch noch ein bisschen ausfragen. Der hat noch eine ganze Menge von Morrowind zu erzählen. Und das soll wohl ganz spannend sein. So. Weiß eigentlich einer, wie alt der sein soll? Man sagt immer, es wird immer gesagt, dass der sehr alt ist, aber niemand sagt jemand, wie alt. So. Ich frage mich, ob man einen Draht. Jetzt, da mein Turm geheilt ist, kann ich mich um einen hervorragend. Den nehme ich. Hier, ein paar Septime für euch. Danke dir. So, Drovas, verkaufen, Mitglieder. Was könnt ihr mir über Morrowind erzählen? Dann ist da die große Insel Fartenfell und das Küstengebiet auf dem Festland. Das Haus Telvanni hat seine Besitztümer auf Fartenfell. Ich selbst war nie auf dem Festland. Okay, was könnt ihr mir noch erzählen? Der Rote Berg dominiert die Insel. Ab und zu landen Asche und Geröll einer Eruption an unseren Küsten. Okay. Und? Das ist der einzige Ort, an dem man die Schlickschreiter finden kann. Obwohl es mir gelungen ist, bei meiner Ankunft ein paar hier heimisch zu machen. Okay, was könnt ihr mir über Morrowind erzählen? Die Unwissenden denken, dass es dort nur Asche und Lava gäbe. Doch Morrowind hat auch grüne Ebenen, Sümpfe und blühende Berge. Okay, was könnt ihr mir über Morrowind erzählen? Nachdem die Stadt wie weg zerstört wurde, brauchten wir Jahrzehnte, um sie wieder aufzubauen. Wir sind noch immer nur ein Schatten unserer glorreichen Vergangenheit. Aber eines Tages werden wir uns erheben. Okay, und was noch? Ihr seid zu jung, um euch an den Nerevarinen erinnern zu können. Er besiegte Dagor Ur und rettete uns alle vor der Pest. Hm. Das war auch krass. So, noch was? Morrowind ist die Heimat der Dunmer. Die geringeren Völker nennen uns Dunkelelfen. Wir erschaffen dort große Werke wie Vivek und Aldrun. Viele von ihnen sind jetzt zerstört, entweder durch den Roten Berg oder die Invasion der Argonier. Moment. Oh, das ist durch. Ich dachte, was? Ich dachte, der hätte mehr erzählen können. Aber alles, was der erzählt hat, kannte ich. So. Herr Meyersmore hat schon immer versucht, Sterbliche mit Verbot. Woher die schwarzen Bücher stammen? Niemand weiß es genau. Einige davon scheinen in ferner Vergangenheit verfasst worden zu sein, andere in der Zukunft. Für den Detra-Prinzen des Schicksals scheint Zeit äußerst dehnbar zu sein. Okay. Und ansonsten hat er, glaube ich, nichts wirklich, was er uns noch macht. Wir gucken mal kurz in sein Inventar. Den ein oder anderen Stab für euch hervorkramen. Vielleicht. Nur vielleicht hat er ja jetzt einen coolen Stab zu verkaufen. Ja, ich wollte ihn nicht kaufen. Zu spät, jetzt habe ich ihn. Okay, was haben wir denn noch? Lähmung. Sturm. Der sieht ultra hässlich aus. Und das sieht halt aus wie so ein Priesterstab. Oder? Oder? Da oben dann so Weihrauch rein und dann husch, 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 husch. So, Ebenerzstab. Das ist ein Holzstab. Das ist noch ein Holzstab. Der Silberstab ist cool. Aber ich benutze keine Stäbe, ist das Problem. Ich würde aber einfach mal einen kaufen. Und dabei auch so einen Ebenerzstab. So, was hat der noch? Stab, der... Na, den finde ich nicht so toll.
Finde ich auch nicht so toll. Nee. Es sieht... Es ist ein Stahlstab, der sieht auch nicht gut aus. Der Vulkanglasstab sieht schon lustig aus. Der Dedrische Stab... Nee, der sieht kacke aus. Der gefällt mir nicht. Das Chaos? Okay. Feuersturm? Was hat der denn noch? Ja gut, dann schauen wir mal. Ich habe bestimmt irgendwas zu verkaufen, was er kauft, oder? Ja, guck mal hier. Das hier. Das da. Bestimmt noch was dabei, oder? Guck mal hier. Das. Was haben wir noch? Den kann ich verkaufen, die nicht. Was? Ich habe gar nicht so viele Sachen dabei gehabt, die ich verkaufen konnte. Das war's. Ja, genau, das war's. So, was haben wir denn dann hier? Stabverzauberer? Sonstiges? Ich habe ja keine dedrischen Stäbe hier. Junge, wie viele Sachen hier sind. So, Ebenerdstab der Wiebelbelebung. Schwachen Toten wieder brauchen wir nicht. Abwehr? Fliehen. Aufs Austreibung, Besänftigung, Blitze, Kontrolle, aha, Eisstachel, Eisstürme, Feuerblitze, Feuerbälle, Flammen, Flammenwand, Frostwand, Funken, Furcht, heilende Hände, aha. Sieht jetzt nicht so wirklich so spannend aus, was man da so machen kann. Wiedergänger. Zombie, Donnerkeil, Eisspeer, Entzünden, Rosthelden, bla bla, Magierlicht. Das ist, glaube ich, mit eins der theoretisch sinnigsten für einen Kämpfer zumindest. Seelenfang, Sturm, große Abwehr, okay. Betreiben, das war's. Jetzt nicht wirklich sinnige Stäbe, die wir machen können. Also würde ich sagen, können wir uns eigentlich auch verkrümeln. Gucken wir nochmal eben ins Questlog. Also tritt dann die Mutter der Nacht heran. Das ist eine dauerhafte Quest. Das hatten wir schon ein paar Mal erwähnt. Die wird nicht weiter bearbeitet. Die können wir nicht weiter machen, denn da gibt es, wie es aussieht, unendliche. Das könnte man noch gucken. Das könnte man sich noch angucken. Die und die sind endlos, die Quest. Die sind verbuggt. Das kann man noch machen. Das nicht. Und das nicht. So, das heißt, wir haben jetzt hier noch drei Sachen theoretisch auf der To-Do-Liste. Und das war's erstmal. Ja, würde ich sagen, machen wir einen Schlachtplan in der nächsten Folge. Also ich habe bisher eigentlich nur offen, denke ich, das Dawnguard-DLC. Ansonsten noch nicht viel weiteres. Vielleicht fällt mir ja noch was ein, was man sonst noch so machen kann. Erstmal würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich auch bis zur nächsten Folge. Tschüss.